Der Goethebrunnen. Der Auerbacher Pfarrer Zwickwolf schrieb bereits 1739, dass Leute aus Darmstadt, Frankfurt, Heidelberg, Mannheim und sogar Menschen über dem Rhein und Main in großen Scharen nach Auerbach gekommen seien, um Heilwasser in Krügen und Fässern zu holen. Der Hofmedikus und Badearzt Lichtenberg schrieb dem Wasser 1769 eine heilende Wirkung zu. Zwischenzeitlich entdeckte Landgraf Ludwig VIII. Von Hessen-Darmstadt den Ort für seinen Hof und gründete das Fürstenlager. Der Brunnen wurde 1784 vermutlich auf Wunsch des hessischen Erbprinzen errichtet. Die große Zeit des Auerbacher Heilwassers begann. Sie hielt jedoch nur knapp 50 Jahre. Um 1930 versiegte die Quelle dann fast vollständig. Es wird vermutet, dass die Ursache mit dem benachbarten Untertageabbau des Hochstädter Marmoritwerks zusammenhängt. Neben dem am Herrenhaus in der Roßbach liegenden Brunnen ist der Goethebrunnen der zweite Brunnen des Fürstenlagers. Der Brunnen ist kreisrund ausgelegt und in einer Tiefe von etwa 2 Metern ausgehoben. In westlicher Richtung befindet sich eine Treppe, die zu dem Brunnen hinabführt. Über den beiden Brunnenstuben befindet sich im Sturz die Datierung auf das Jahr 1784. Der Wasserablass befindet sich unmittelbar neben der Treppenanlage. In der Mitte des Brunnens steht ein runder Tisch aus Sandstein. Direkt gegenüber der Treppe sind 2 Brunnenstuben. Daneben die eigentliche Wandbrunnen, die aus gelbem Sandstein geformten Löwenköpfe darstellen und aus deren Maul das Wasser recht spärlich fließt. In seinem Werk Hermann und Dorothea beschreibt Goethe einen Brunnen, der diesen Gesundbrunnen sehr ähnlich ist. Man vermutet daher, dass dieser Brunnen Johann Wolfgang von Goethe bekannt war.